Es gibt kaum einen Job, außer vielleicht handwerkliche, die sich sicher sein können, von dieser Digitalisierung nicht erfasst zu werden oder vielleicht sogar überflüssig zu werden. Und niemand kann wirklich sicher sein, wo das zuschlagen wird. Wir werden für viele Menschen, die sich auch gar nicht so schnell verändern können. Jemand, der seinen Job als Lkw-Fahrer verliert, weil die Dinger jetzt autonom fahren, den kannst du nicht plötzlich zum IT-Programmierer umlernen und 10 Jahre später dann zu was weiß ich was, zum Augmented Reality Designer. Das ist nicht möglich. Der Mensch ist nicht so schnell wie unsere technologische Entwicklung. Sein Gehirn ist nicht so schnell wandelbar und das müssen wir akzeptieren. Das heißt, wir werden für viele Menschen keine Jobs mehr haben und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir nehmen das hin und leben damit, dass wir ein Proletariat bekommen, das nichts zu fressen hat, um es brutal auszudrücken, das ein Revolutionspotenzial darstellt und große Probleme bereitet. Oder wir machen das, was man schon im Römischen Reich gemacht hat. Man lässt sich daran teilhaben. Damals nannte man es Brot und Spiele, heute nennt man es dann Grundeinkommen. Das heißt, man gibt ihnen das Geld, dass sie Brot kaufen können und an den Spielen teilhaben können, dass sie Spaß haben. Hallo zusammen, bevor wir nun mit dem spannenden Thema weitermachen, möchte ich noch einen Hinweis in eigener Sache geben. Mein persönliches Anliegen ist es, dass jeder sein Geld sichert oder auch vermehrt. Und deshalb möchte ich euch in den kostenlosen PDFs den Hinweis geben, wie ihr die aus meiner Sicht 7 sicheren Anzeichen für einen kommenden Aktiencrash erkennen könnt und wie ihr die aus meiner Sicht 5 größten Anlagefehler für euch und euer Kapital an der Börse vermeiden könnt. Deshalb bitte ich euch, ladet euch die kostenlose PDF herunter und sichert und vermehrt dabei euer Geld. Ich wünsche euch weiterhin natürlich viel Vergnügen und viel Spaß mit dem spannenden Thema und kann nur noch sagen, bis bald. So, ich glaube, diese Entscheidung ist längst gefallen und du hast die Eliten in Silicon Valley und viele andere angesprochen, selbst der Siemens-Chef spricht sich dafür aus, weil die natürlich genau wissen, das ist die einzige Möglichkeit, die wir realistisch haben, weil wir wollen keine Revolution, wir wollen keine Aufstände, wir wollen keine Bilder von Elendsvierteln, sondern wir möchten, dass die Menschen daran teilhaben, also lass sie daran teilhaben, in dem Rahmen, der möglich ist. Und das wird kommen. Aber die Frage ist, wie man es finanziert, die Finanzierung, du hattest angesprochen, über mögliche Maschinensteuern kann man drüber nachdenken. Man kann drüber nachdenken, dass die Notenbanken das Geld zur Verfügung stellen, ob ich es jetzt den Banken gebe zum Verleihen oder als bedingungslos, also Grundeinkommen rausgebe, das sei ein Thema. Die Diskussion beginnt gerade erst, wo das Geld herkommt. Machbar ist es, darüber sind wir uns auch einig. Das ist kein Hexenwerk, das kriegen wir hin. Aber viel, viel spannender für mich ist die Frage, wie gestalten wir es aus? Weil mit der Frage der Ausgestaltung entscheidet sich, ob diese Entwicklung den Mensch, die Menschheit auf eine vollkommen neue Ebene hebt, und zwar im positivsten Sinne, oder in die Katastrophe, also in wirklich in einen Höllenzustand versetzt. Was meine ich damit? Haben wir tatsächlich ein bedingungsloses Grundeinkommen, wo jeder, nehmen wir mal den Betrag 1500 Euro bekommt, egal, das wird nicht gefragt, ob der Job oder nicht, kriegst du, fertig, hast du, bitteschön, mach was draus. Es wird wenige geben, die sagen, okay, ich weiß mit meinem Leben nichts anzufangen und die werden in der Kneipe sitzen und werden vor dem Fernseher sitzen und werden damit ihr Leben verbringen. Wer das für sich entscheidet, legitim. Aber es wird die ausgesprochen geringe Zahl sein. Die meisten Rentner, können wir ja mal als Beispiel nehmen, ein Rentner, der gearbeitet hat und jetzt in Ruhestand geht, jetzt seine Rente genießt, die sitzen nicht alle vorm Fernseher und saufen sich die Hucke voll, sondern denen fällt was ein zu machen. Guck doch mal die mobilen Rentner an, was machen die? Die machen plötzlich Fahrradfahren, die lernen Sprachen, die reisen, die bilden sich fort, die machen was für Jugendarbeit und so weiter und so weiter. Die meisten Rentner, die ich kenne, sind höchst aktiv und höchst interessiert und jetzt können sie endlich das machen, für was sie nie Zeit haben. Es geht davon aus, dass die meisten Menschen, auch wenn sie ein bedingungsloses oder ein Grundeinkommen haben, trotzdem Aktivitäten entwickeln und sei es, indem sie tatsächlich eine Firma aufbauen, eine Erfindung machen, das ist ja alles noch möglich, sich Jobs suchen, die gebraucht werden, oder vielleicht das machen, nach was ihnen der Sinn steht. Philosophie, Musik, Literatur, Kunst, die Gesellschaft fortentwickeln. Wir hatten das ja schon mal, wir hatten das vor Jahrtausenden, als es im alten, antiken Griechenland war es üblich, dass die Männer nicht gearbeitet haben. Die Arbeit haben Frauen, Sklaven und Kinder gemacht. Und Männer haben in der Regel nicht gearbeitet. Das gehörte sich nicht. Das war mit Sicherheit der eine oder andere alte Grieche, der auch in der Taverne saß und seinen Rotwein getrunken hat, aber die Masse nicht. Und was war die Konsequenz? Es war ein Boom der Kultur, auf das wir heute noch zurückschauen, wo Demokratie erfunden wurde, Philosophie, Plato, wo die
die Kunst, die Mathematik, die Physik, Astronomie sie entwickelt hatte, weil die Leute dafür Zeit hatten, weil Leute, die sonst vielleicht irgendwelche dummen Arbeiten gemacht hatten, plötzlich aber was anderes geeignet waren, Zeit hatten zu philosophieren oder zu musizieren oder andere Dinge. Das heißt, wenn wir heute die Menschen, und hier zitiere ich wieder Kuno Kalergi, vom Joch der Arbeit befreien, stumpfsinnige Arbeiten zu machen, die Maschinen besser können, auf die wir gar keine Bock haben. Die meisten Leute gehen montags zur Arbeit und sagen, hoffentlich ist bald Wochenende. Wir befreien sie davon und geben ihnen die Freiheit, das zu tun, was sie als Mensch möchten, zu was sie geeignet sind, was ihnen liegt, wo sie die Gesellschaft voranbringen können. Das könnte uns als Menschheit zu einer vollkommen neuen Bewusstseinsebene führen und einer kulturellen Ebene führen. Die Möglichkeit haben wir, wenn wir sie nutzen. Wenn wir allerdings den Fehler machen, und das befürchte ich, dass wir auf diesem Wege gerade sind, es nicht zu einem bedingungslosen Grundeinkommen zu machen, sagen, du kriegst auf jeden Fall, sondern zu einem bedingten Grundeinkommen zu machen. Du bekommst das, aber nur wenn du dich anständig benimmst, gekoppelt mit einem chinesischen Sozialpunktsystem. In China geplant. Du bekommst es nur, wenn du nicht bei Rot über die Ampel gehst, wenn du deinen Hund Gassi führst, wenn du keine Freunde hast, die zu wenig Punkte haben, bekommst das nur, wenn du die Regierung nicht kritisierst und so weiter und so weiter, keine Verschwörungstheorien in Umlauf setzt, keine Fake News in Umlauf setzt, etc. pp. Und vielleicht auch noch vom Rathaus Rasen mähst und für billiges Geld den Wald ausrodest und so weiter. Dann kommen wir zu einer Sklavengesellschaft, zu einer Gesellschaft, wo die Menschen am Gängelband dieses Geldes, und sie haben keine andere Möglichkeit, sich was zu verdienen, am Gängelband dieses Geldes zu einer tumpen Schafsmasse gemacht werden. Und das bringt unsere Gesellschaft nicht weiter, sonst bringt uns in die Katastrophe. Das heißt, wir haben jetzt die Entscheidung für uns als Gesellschaft, gehen wir den Schritt zu einer vollkommen neuen, freiheitlichen Gesellschaft, mit der wir die Menschheit auf eine andere Ebene führen können, oder in eine Versklavung der Massen und wo nur noch die Elite ihr Ding durchführt. Die Entscheidung liegt am Ende bei uns als Gesellschaft.